Hallo und herzlich willkommen zurück beim Schatten des Krieges. So, ich mache den ganzen Typen hier Halbwächter, weil wir uns jetzt den Doppelköpfigen holen. Von meiner. Da und da raus und. Am besten nicht mal weg. Und der wird getötet, der Stufe 35, den könnte ich eh nicht ein. Ausrichten. Werde ich auf dieser Karte auch den Fußsoldaten. Oberherrn machen. Bringen wir hin. So, Umbuk der Zweigesichtige, starten wir. Umbuk ist nicht weit. Bitte die Wilden von. Erst du schon tot. Interessant. Hoch. Findest du auch kleine Stücke Menschenfleisch an deiner Waffe nach Kampf? Das ist mein Naschzeug. Jeder Fisch ist köstlich, besonders wenn die. Ein Schiff, sprech doch. Einfach mal davon aus. Ich kann immer darauf vertrauen, dass du mir etwas jetzt. Aber den einmal nicht. Was hier herumschleicht, ich hoffe, es schmeckt gut. Seht, der Tag! Falsch, ich bin gar nicht hier. Sehr gut, ein weißes Juwel. Das ist nicht schon erschienen, ich hab das noch gar nicht gesehen. Ja, ist okay. Du willst mich tot sehen? Komm und zeig dich! Damit ich dein Gesicht sehen kann, wenn ich dich töte. Ich habe keine Pfeile. Menschenabschaum! Wohl in dir! Kann doch immer noch mehr aufnehmen! Werf meine Klinge spüren!
hat viel getan, um mich herzubekommen. Ich weiß, du willst mich tot sehen. Und ich dich auch. Das klappt nicht mehr. Mein Bruder sagt... Mein Platz. Tja, das war Smoke. Ich wusste, das würde so enden. Wenigstens bin ich dich jetzt los. Bye bye. Hast 5000 Erfahrungspunkte und Fähigkeitspunkte, ich Level aufgestiegen. Die Stufe 30, sehr gut. Ah, da ist noch ein weißes Juwel. Gut gemacht. Zu Beginn schienst du zu zögern. Kritisiere mich später. Wir haben zu tun. Wenn der Juwel ist erstmal. Und. Mal gucken, wir haben ja den Dolch jetzt hier. Also ich verstehe meinen Hauptmann. Zeitschein, erfolgreich letzte. Große Knaller. Also zerstört. Hat sich nicht gelohnt. Aber wir haben unsere Rache eingeladen. Hier. Und dann müssten wir. Stufen schon gut. Ich ganz gute. Oh, wir wollen uns erst restlichen Sachen holen. Dann machen wir uns dran den Fußsoldaten zum Oberherrn fördern. Natürlich auch die Häuptlinge alle ausschalten am besten. Autsch. Ich selbst töte dich. Muss er dann noch einen aussuchen, einen einzelnen Kämpfer, der es wert ist, den zum Oberherrn werden lässt. Also der von der aus. Aber ich muss mich ja nachdem mein Hauptmann nur dreimal töten lassen. Warte, guck. Zeit. Sagen jetzt. Unten drunter. Also es gibt hier wieder irgendwo einen Höhlenein. Volksmänner dazu bringen, einen anderen unserer Volksmänner. Bist du eigentlich? Was denn hier? Ich weiß nicht, ob die Zukunft feststeht oder nicht. Mein Geist kann diese Pfade auf- und abwandern, und sie sind wie Erinnerungen. Doch wie Erinnerungen passt der Geist sie an seine Zwecke an.
Waren dies meine Ängste oder meine Hoffnungen? Es bedarf eines kalten Blicks, um die Zukunft klar zu sehen. Okay. Amos. Werden die Hädier nicht dieselben Gefahren wie der Palantir? All dies birgt ein Risiko. Doch Kriege werden nicht mit Vorsicht gewonnen. Ja, Umsicht. Dann doch schon. Drei Stück. Ach, warte mal. Was hätte ich schon? Egal. Auch wieder in einem Höhlensystem. Den Eingang direkt. Ich glaube, da hat sich. Jetzt, dann. Ja. Gucken wir mal. Da. Hast du das gehört? Ja, ihr lauft bei euch weg, ich suche den Höhleneingang. So nah an Kuhhut. Der großen Respekt vor dem Jagdinstinkt der Karauger, selbst wenn er auf die Jagd nach ihm. Er will seine größte Jagd im Mordor noch einmal in den Karauger mit Pfeil töten. Oh. Kuru, als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Fand ich lange. Okay. Aushalten. Also lass dich nicht. Wenn ich noch nicht genau weiß, wo ich. Hule nehme ich die aus dem Boden. Aber in dem Moment hat sich auch in die Mission gegangen mit Kampf. Ist die Frage, ob die jetzt zuhören oder nicht. Als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Thank you.
sowieso mitkommst. Letzte. Alle mehr. Wollte ich nicht hin. Komm schon. Im ersten Versuch. Ich getroffen worden und 3 Stück. So muss das sein. Hier in Mordor überleben nur die Listigen und die Dummen. Oder werden Sklaven, solange sie den Listigen nützlich sind. Ist schon nett, also das wird eingehend Fokus direkt wieder voll gemacht wird, sobald ich alle getötet habe. Nicht kalt! Oh, mein Sauhans Auge! Wem mach ich was vor? Komm näher, Waldhalter! Oh mein Gott. Der Krankengrab. Ach, natürlich ist er geraugt. Die Elben aus dem fernen Norden zählen schon lange zu Gondors Verbündeten. Auch wenn ich persönlich noch keinen gesehen habe. Dieser Mantel ist auf den Schultern leicht wie Morgennebel. Ich habe ihn einmal anprobiert und seine Farben scheinen sich im Licht zu wandeln. Wie erbärmlich sind doch unsere Stoffe im Vergleich zum Elbenhandwerk. Ah. Noch ein paar tausend Jahre Zeit gehabt. Ich zündere. Warum sehe ich nur... Hab doch beim Hedir alle Dinger entfüllt, oder? Ich erkenne diesen Mantel. Er ist von meinem Volk. Ein Volk, von dem wir hier kaum Spuren finden. Ich werde es zerreißen. Du wirst mich folgen. Ich hab noch nicht alle. Bin eh die meisten drin. Ach, guck mal. Der Herrschaft 30 plus, habe ich doch gerade gemacht. Ausrüsten.
Auch den. Seltsam. Da muss der 31. Jetzt. Oh, das ist ein Hauptmann. Das ist der Sinn der Sache. Der Oberherr plant, eine Reihe von Prüfungen abzuhalten. Zerquetschen! Zerquetschen! Ah, der war stück auf dem. Bin ich selbst an der Zunge. Wusste ich also auch noch. Vorsicht vor dem Alten! Ich muss Verstärkung holen! Was hat er unter liegt? Ja, Verstärkung. Heile, meine Freunde. Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hast du gesehen, was für ein Juwel es war? Ach, es war nicht so geil. Ihr dürft gerne. Ah, jetzt haben wir ja zu gut drauf. Nur ich bin der Rüstung des Todes. Ach, sehr gut, den wollte ich eher nehmen auch. Nur ich halte dem Schmerz stand. Die Rüstung des Turms macht diesen Uroki zum Meister der Schmerzen. Da rennt der, oder? Ah, oh, jetzt wieder verflucht. Nein, jetzt wirklich. Ja, du bist zu hässlich, von dir lasse ich mich. Das ist. Samuel! Ich weiß, dass ich was gehört habe. Tod den Menschen! Ja. Wer genug Fantastik holt. Rekrutiere. Malen! 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 Und den Turm.
kannst mir nichts tun. Der Ton schreit. Den hat der Tag geführt. Schmerz. Meine Rüstung muss nein, das habe ich schon wieder versaut. Der Schmerz kommt wieder. Kannst mir nichts. Stehst nun vor dem Turm. Jung gemacht. Oh, das Artefakt ist auch. Der Tag ist jetzt verbunden. Alle gemeinsam. Mal. Jetzt leidest du. So. Wohin wollen wir denn jetzt als nächstes? Ja, ne? Oder? Ja, komm. Ah, weil ich nicht alles kann, du. Karagor, Silber, Karagor. Ignoriert mich einfach hier. Menschen und Orks bekämpfen sich schon seit Jahrhunderten. Soweit man sich erinnert, schlugen sie ihre größte Schlacht beim Langen See, wo die Menschen mit Unterstützung von Elben und Zwergen die Orks und Bilwisse Morias bekämpften. Das freie Volk entschied die Schlacht für sich, und einigen Berichten zufolge stürzten die Adler der Nebelberge herab und warfen die Orks von den Klippen und Bergen. Klingt nach einer fantasievollen Geschichte. Ich habe keine Adler gesehen, als Minas Ithil fiel, doch wir hatten Talion und seine seltsamen Kräfte. Wir hätten Hilfe von überall begrüßt, selbst aus dem Himmel. Mhm. Natürlich. Die Adler der Nebelberge sind mehr als ein Mythos. Vielleicht, aber sie wären kaum den Drachen gewachsen, die ich sah. Das ist unfair. In der School kommen die schon gut klar. Und beim Herr der Ringe-Film gesehen. Zack, Berlin. Toll. Wow, das ist aber Put. Kaputt. So, jetzt mal gucken. Ich meine, dass hier unten irgendwo ein Eingang ist. Würde ja passen. Irgendwo da an der Seite. Gucken wir mal.
Wollen uns die Rüstung des hellen Herrschers holen und dann mal den Fußsoldaten zum Obmann erschnellen. Watsch, hier bewegt sich gar nichts. Oh, ich müsste mich mal heilen. Fällt mir gerade mal auf. Ist das alles, was du hast? Ach, komm schon. Alter. Ja, das tut für so einen. Juwel. Okay, hier scheint die Reise zu sein. Gucken. Hoch. Oh. Doch nicht hier. Warte. Das ist zumindest jetzt platt. Da ist ein Eingang. Sehr gut. So, zwei Sachen haben wir. Einmal erstmal den hier. Ah, es scheint auch als uns Fan. Falscher! Aber ich kann mich noch alle aufdecken. Irgendwas fehlt hier noch. Da fehlt noch einer noch. Das Knochen. Warum das Fuß über mir? Warum das Fuß über mir nutzt mir nichts, aber hier finde ich wenigstens die Ankra. Hast du je ein Spinnennetz voller Tau gesehen? Das ist das Schicksalsnetz. Alle Möglichkeiten sind in der Schwebe. Doch wenn die Sonne aufgeht und der Wind weht, fallen einige Tropfen zu Boden und legen ein Stück Geschichte frei. Ein dunkler Herrscher oder ein heller? Mittelerde wird keinen der beiden haben. Ich schüttle den Ast, bis alle gefallen sind. So. Ihre Visionen zeigten die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Was meinst du? Aber man hat es mit 10, es fehlt.
weiß zum Verrecken nicht wo. Also ich muss alle Türme abgehen. Vielleicht zu entdecken. Mal schauen. Und in einer Höhle versteckt, die hier ihren Eingang hat. Wahrheit. Daraus. Ich glaubte einst an die Wahrheit. Doch sie ist eine verlorene Tugend in den Händen von Tankra und Sauron. Ja, dann einmal nach oben. Ah. Cool. Ja, oben ist die Höhle, alles klar. Ja, ich kann doch am Eis. Man stellt sich nur die Frage, wo zur Hölle ist das badische Artefakt? Wir wollen zuerst das Healing-Rätsel der Folge. Dann lassen wir uns mal töten. Dreimal vom gleichen, viermal vom gleichen Effekt. Wie gesagt, die Tode zählen dann nicht. War ein Geschenk von Gondors anderer Grenze, den langen Stränden von Anphalas an Gondors ferner Küste. Ihr Herrscher Golaskiel schickte uns diese geweihte Schale mit Wasser aus dem Fluss Mortond und wir behielten sie noch lange, nachdem das Wasser bereits verdunstet war. Ich träumte oft davon, Anphalas zu besuchen. Es würde mir bestimmt besser gefallen als die Hauptstadt Minas Tirith. In mir steckt zu viel von der Grenze, um zufrieden in besiedelten Landen zu leben. Nochmal. Ihn? Wie gesagt, das ist dann intentional sterben, viermal am gleichen Ork, damit wir den diese dann überleben. Diese Schale ist weit weg von zu Hause. Ober, ja, so wie wir alle, Celebrimbor. So, komm mal. Mordor. Lummert, Gewand in Finstern. Ein Nest voller Schlangen, Kummer und Zwist, giftet durch bösen Verrat und ist fangen im Würgegriff, kalt wie die Gruft. Doch horcht, ein flammender Herr, strahlender Kluft, verbrennt alle Übel oder erwacht. Gewand in finstere Nacht. Ein Nest voller Schlangen. Kummer und Zwist. Vergiftet durch bösen Verrat und List. Gefangen im Würgegriff. Kalt wie die Gruft. Doch horcht. Ein flammender Herr in strahlender Kluft. Verbrennt alle Übel. Und Mordor erwacht. Der Dolch ist ja in hier geschossen. Oh. Was jetzt nicht. Aber ist ein Stück weit erhalte 50 Mal, wenn du Schleichtötung von den Feinden ausführst. Hä? Wie soll man denn bei eingefrorenen Feinden vor allen Dingen? Erhöht den Giftschaden bei Feinden. Hm. Das Finsternis-Set auch gar nicht so schlecht. Auch das Dunkelstaub.
Rekrutiere einen Ork, wenn du musst, töte einen mit Online-Punkten, eure Ziele der Stufe 20. Wollte ich jetzt nicht ausrüsten. Bleib dann schon erstmal bei meinem. Rekrutiere Schreckenstamm, Online-Betrache, Raubvogelmodus. Mach jetzt hier. 80% Gesundheit. Becher. Marodeurstamms, Bestienmeister. Gut, 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 gut. Alles nix für ein Online-Budra. Gut, so. Zack. Ich wollte eine Schnellreise zu den Hedirs. Mache du Schnellreise. Mal gucken wir mal, was die Hedir mir anzeigen. Ansonsten fehlt ein Gondor-Artefakt. Das kann aber gut sein, dass ich das auf anderem Wege kriege. So, hier sind alle angezeigt. 3 Stück. Hier eine Schnellreise. Hier habe ich 3, macht 6. Reise. Hier habe ich 5, macht 11. 11 Stück angezeigt. Seltsam, seltsam. Gut, einmal kurz, ich will in die Armee. Hier auf die Karte. Armee, zeig her. Und wir haben 2 freie Plätze, das ist gut. Könnt ihr jetzt einmal kurz hier befehligen? Schrimm. Voll. Attack den Turm. Der Turm wird hier verwalten. Den Schläger. Sollst du das Boot den Verfallenen? Kurz Befehl. Scott. Ist da schon eine gestartet? Nee. Nicht so, wahrscheinlich wegen der Spione, ne? Sind alles Spione, oder? Ja, wenn das natürlich alles Spione sind, auch wenn ich nicht genau weiß, für wen gerade spionieren, kann ich die nicht gegeneinander antreten. Erstmal einen anderen für einnehmen. Gut, ist also erstmal egal. So, dann suchen wir uns jetzt einen einzelnen Ork, den wir Treffe machen. Mein Fußsoldaten. Ich will nicht dich. Also den Jäger will ich sowieso schon mal nicht dafür haben. Hast du das Glück. Ich will erst. Einer von euch wird es auf jeden Fall. Moment. Ach, verkauf ich. Er ist in die Wand geglitscht. Ja, einer von den normalen sollte es werden und ich jag hier erstmal in die Luft. Das sind mir ein paar zu viele. Andererseits. Das geht schon klar. Hier drüben!
Lass mich töten. Töte dich! Oh, verkackt. Nein! Zurück in den Kampf, los! Voll, Krakhorn. Danke, Krakhorn. Ja, heller Herrscher. Ich wollte eigentlich sterben. Jetzt darf er mich töten. Du bist erledigt! Na, Alter! Der Kampf ist nicht verloren! Dafür habe ich gesorgt! Ich verstehe, mein Herr. Krakhorn, du dummes. Meine erfüllt seine Aufgabe. Ich bring dich um. Ja, komm, dann töte mich auch. Ja. Hilf mich. Für Mordor. Oh, bitte. Geht doch. Solche Maden wie Sun verhelfen mir zu einer Beförderung. So, und jetzt dreimal an Sun sterben. Er ist auf Stufe 29, das heißt, ich muss ihn auf jeden Fall in der Grimme hier. Er wird aussteigen, wenn ich ihn angehe. Also wenn er mich tötet. Er wird häufig auf. Da vorne. Ein ziemlich dämliches Gebiet, Kollege. Geht durch eine Reise. Kann ich unterwegs noch einen anderen einnehmen? Ich werde natürlich jetzt auch Skoon übernehmen, zum Oberherrn machen und an einem anderen sterben. Aber ich muss den ja sowieso einnehmen, das ist also vollkommen egal. Ich kann jetzt mal kurz die Karte gucken, damit ich hoffe. Also, ob es jetzt Skoon ist oder nicht, das passt doch schon. Du gerade von dem Karagor, du Feigling? So, hier kriegen wir einmal Infos über Skoon. Bindchen. Echt jetzt? Ja, alle Infos über Skoon. So, Furcht vor Festnageln, der Schaden durch Fernkampf. Okay. Ich brauche keine Hilfe. Dankeschön. Oh. Moment, Jungs. Wie viele Urlaubssitze eigentlich haben, Mann?
Alter! Nee! Ach, toll, jetzt echt. Ich hab doch Fokus. Danke für die Pfeile. Quatsch mich nicht zu hier. Der Ork ist nah. Durchkreuzen wir seine Pläne. Wird wohl nicht passieren. Boom hat Gesellschaft. Den anderen können wir uns direkt holen. Der will mich da verarschen. Sag mal. Geht's noch? Hab ich dich nicht schon getötet? Ach, egal. Dann kann ich das jetzt wieder tun. Sollst du. Bringen wir es zu. Aber erst muss dein Kollege hier reinlaufen. Wieso kommt ein Gondoraner her und versucht, alle Orks umzubringen? Vielleicht hat man ein Problem mit einem Ork, vielleicht mit Hunderten, aber mit allen? Vielleicht liegt das Problem bei dir. Was bist du für Alter? Ach,
Ja, das ist Stromblockade. Ach ja, die Stromblockade. Komm mal auf hier. Du kannst rekrutiert werden und dich dann direkt verziehen. Du wirst mir dienen. Hier. Okay, was hältst du davon? Verzieh dich. Lass ihn uns gemeinsam auseinander. Nee, du nicht. Du darfst mich töten. Fürchte die Dunkelheit. Komm schon. Man kackt das jetzt gerade extra. Und da, der wird echt nicht leicht zu besiegen sein hinterher. Oh. Der erste Tod. Langsam langweilst du mich, Mörder. Vier Tode sind kostenfrei. Also jetzt noch zwei. Jetzt ist er gewandert nach da oben. Schnell. Nimm Scoom auch nicht mit auf die Belagerung. Ich kann die Information verfallen lassen. Ich brauche keine Todesdrohung aktuell, weil ich keinen töten will. Was war das? Quatsch, ich bin gar nicht hier. Der Ork ist nah. Durchkreuzen wir seine Pläne. Guck mal, schief gegangen. Erstmal den Olok einnehmen, der dabei ist. Einzeln vor allen Dingen anderes tötet. Ich
Snowlock, das ist gut. Vorsicht! Wir rekrutieren. Ist dich der Armee des Hellen Herrschers an? Wohin den Gliedreißer? Ich bin Auserwählter. Ja. Dion. Ich mach das. Jetzt können wir da hinten hingehen. Verschwendest nur meine Zeit, Schwächling. Bring wir es hinter uns. Lass mich erstmal kurz schützen, damit ich die Karagor-Lage ausschalten kann. Wo sind sie? Lass meinen Karagor töten und dann lass sie nicht töten. Schade, das war schon heftig. Ja, verkackt. Einmal darfst du mich nicht töten. Ich habe dich schon so oft getötet. So. Viele Male. Und dann muss ich mit der Stufe 31, 32 wird er dann sein. Das heißt, ich müsste anderthalb Level gut machen, damit ich ihn direkt einnehmen kann, was die sicherste Variante wäre. Was? Nein! Oh, du gehabt. Aber das hat er jetzt auf Stufe 32 hochgezogen. Das heißt, dass ich jetzt gegen ihn verlieren muss wieder. Diesmal über Hauptmann. Kann ich den zum Oberherrn? Aber muss ich noch öfter gegen ihn sterben, damit er Oberherr wird? Oder dass ich ihn selbst zum Oberherrn mache? Wenn das die Mechanik ist. Gut. Musste ich, gut, in der Folge jetzt sterbe ich eh nicht mehr, also ist jetzt vorbei. In der nächsten Folge geht das Gesterbe dann weiter. Und ich mache mich jetzt zwischenzeit mal schlau, ob er von alleine Oberherr werden muss oder. Ob ich ihn fördern kann auch. Weil dann wäre es jetzt noch ein Tod, den ich in Kauf nehme. Euch jedes Mal kaputt abbauen. Mein Brauch. Oder ob ich ihn befördern kann. Wenn ich ihn befördern kann, ist alles gut. Wenn er selbst aufsteigen muss, muss ich jetzt an dem sterben, bis er aufsteigt. Wäre echt. Ich hoffe, dass mein starker Regen. Echt unangenehm.
Weil er muss ja seine Kämpfe auch gewinnen. Das ist die andere Geschichte. So, für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Stöffel.